Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier bei der Schlacht um Persien, Leute. Wir haben uns mit den Einheiten vom... Wie hieß der Typ? Moment. Wir haben uns mit den Einheiten von Miliager... Genau, haben wir uns zusammengetan und wir wollen jetzt hier weiter Persien erobern. Wir haben hier Punkte, die man verteilen kann. Aber ich glaube, die spare ich mir erstmal. So, der Miliager geht mal hier oben bitte zu den Docks, weil wir müssten ja die Docks nutzen, um hier Schiffe bauen zu können, glaube ich, oder? Wie war das? Antioch hat kapituliert. Genau. Docks und Schiffsbau stehen Alexander jetzt zur Verfügung. Gebieter, wir haben gelernt, Katapulte auf Schiffen zu montieren, wie es die Tyrener tun. Wir können diese Katapult-Triremen hier in Antioch bauen. Katapultschiffe? Triremen. Katapultschiff. Okay, krass, Leute. Würde ich sagen, machen wir das doch direkt mal. Können wir noch eins? Eins können wir noch bauen sogar, tatsächlich. Wie cool. Sogar eine spezielle Einheit. Katapultschiff. Das habe ich noch nie gesehen. Wie sieht denn das Ding aus? Ahoi. Aha. Okay. Katapultschiff. Das Ding kann angreifen, tatsächlich. Aber kann ich nicht verbessern oder so. Gut. Egal, Leute. Miliager ist hier und hat die Stadt eingenommen. Und hier schleifen sie Tyros Kapitol. Schleifen? Sollen wir da jetzt mit einer Schleifmaschine drangehen und brrr, oder was? Keine Ahnung. Naja, gut, Leute. Die Reiter sind ja... Ichtar spricht. Die Reiter sind Team 3 und die Königin nach wie vor Team 4. Nee, die sind... Die Könige sind Team 5 und die sind Team 4. Gut, dann würde ich sagen, sammelt euch mal hier. Sammelt euch alle mal hier. So, Leute, wir müssen ein Kapitol schleifen. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Hallo, Miliager. Ja, wen du besiegen kannst, weißt du doch besser, oder? Naja, gut. Nein! Nein, 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 um Gottes Willen, bleib mal hier. Die Schiffe, die sind, glaube ich, jetzt mal Team 6. Dann setzt die See... Ach du Heilige, weg da! Weg da, weg da, weg da! Ach du Scheiße, die halten ja nichts aus, die Dinger. Die halten ja gar nichts aus hier. Okay. Das sind Türme. Okay, ich verstehe schon. Okay, die haben 7 Reichweite. Okay, da sind... Was sind das für Dinger? So, Leute. Das sind eigentlich ganz normale Kriegsschiffe, ne? Aber egal, Leute. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid, tatsächlich. Hier bei Empire Earth. Wie wir jetzt hier hoffentlich die Perser platt machen. Oh nein. Egal, Leute. So, und... Nein, eins ist weg. Hä? Zwei sind schon kaputt. Alter, diese Türme überall. Das ist ja wirklich heftig. Och, ach du Heilige. Oh nein. Ach verdammt. Ja, okay. Die Schiffe sind dann halt weg jetzt. Ja gut. Ja gut, das war ein kurzes Vergnügen. Egal, Leute. Dadurch wissen wir auch jetzt schon mal, dass hier die Schlacht ist. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir die Phalangen vor. Mach mal dieses Schiff da kaputt. Da ist noch ein... Ach du... Nein. Ach du Heilige. Gut, nein, Könige. Wie mache ich das jetzt? Ich glaube, die Katapulte, ne? Weil wir haben kein Holz mehr. Moment. Ach, ich Vollidiot. Wir haben doch Bürger. Warum nutze ich die denn nicht? Ich bin auch ein Vollhorst, wirklich. Gut, dann sammelt mal bitte Holz, liebe Bürger. Verdammt! Ja gut, alles klar. Dann würde ich mal sagen, Katapulte. Stellt euch mal bitte auf, sodass ihr... Ihr habt keine Reichweite, ne? Das ist das Doofe. Geht das vielleicht mit den Bogenschützen? Nee, die haben auch keine Reichweite. Wie machen wir das denn da am besten? Die machen übertrieben viel... Schaden an den Fahrlangen hier.
Gut, dann müssen wir einfach die Holzproduktion abwarten, ne? Dann müssen wir einfach die Holzproduktion abwarten, tatsächlich. Um hier noch mehr Schiffe bauen zu können. Ja gut, dann mach auch noch mal ein paar Bürger hier zur Holzproduktion. Gut, Leute. Macht der viel Schaden gegen Katapulte? Ich weiß es nicht. Wir werden angegriffen. Ach du Heilige. Ja, die machen schon viel Schaden. Alter Schwede. Oh nein. Na, oh, das war... Ach du Kacke, Leute. Zwei Katapulte direkt weg. Ja, super. Zwei Katapulte weg. Verdammt nochmal. Das kann doch nicht wahr sein. Dass die Schiffe so mächtig sind hier. Damit sie kapitulieren, so. Müssen wir ihr Kapitolgebäude zerstören. Ein Angriff von See könnte hilfreich sein. Angriff von See? Okay. Geht ihr mal vor? Für Ruhm und Ehre. Okay, hier ist gar nichts. Okay. Ich habe nur noch ein Katapult, aber das ist jetzt voll geheilt. Sehr gut. Kann man hier irgendwas... Oh nein! Bogenschützen. Was macht denn das Katapult da? Oh mein Gott. Ah, Moment. Moment. Nein, nein, nein. Das ist doch... Wir werden angegriffen. Gar keine schlechte Idee. Lass das Katapult mal da reinschießen. Was machst du da? Okay. Nee, ihr sollt hier Holz hacken. Los, Leute. Einfach mal. Holz hacken, bitte. Auch wenn ihr Frauen seid. Aber es ist so, ihr müsst arbeiten. Wir brauchen mehr Schiffe. So. Dann weiter geht's. So, Leute. Gut, dann müssen wir uns jetzt hier also versammeln mit den Schiffen. Um hier einen Seeangriff zu starten. Okay. Kann das Katapult noch ein bisschen nach vorne, ohne dass es angegriffen wird? Nein, die haben zu viel. Die haben zu viel Reichweite. Ja, ja, ich merke schon. Nee, dann. Dann lass das mal. Wir müssen tatsächlich hier mit den Schiffen agieren. Ahoi. Ahoi. Genau, Leute. Katapultschiff. Was macht ihr denn da? Bleibt ihr mal bitte zurück? Hallo? So, bleibt ihr mal bitte. Vor allem auch dieser blöde König da. Mann, jetzt bleibt doch mal da. Weißt du was? Ich leg mal euer Einheitenverhalten fest hier. So, einfach mal, stehen bleiben. Stellung halten. Genau. Die Könige, die kann man nicht. Okay. Natürlich nicht. Es sind ja auch Könige. Oh Mann. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wenn ich die beiden Schiffe jetzt fertig habe, fahren wir nochmal hier runter und machen wir nochmal kurz die Türme hier kaputt. Damit wir da einen Seeangriff hier rein starten können. Genau, Leute. Ja, wusste ich gar nicht mehr, dass das hier so krass ist mit Seeangriff und so. Finde ich witzig. Finde ich sehr witzig. Echt witzig. So. Die Reichweite kann man noch erhöhen. Das ist sehr gut. Komm schon, bring Holz rein. Sehr gut, Leute. Ah nein, jetzt haben wir kein Gold. Gut, dann... bringt mal das Zeug rein. Und dann geht mal zum Gold, bitte. So. Eine Sekunde. So, ein bisschen konzentrieren mal. So, Leute, dann... Die müssten ja jetzt eigentlich eine höhere Reichweite haben als die Türme hier. Alle Segel werden angegriffen. Nein, der hat abgegradet. Och, Mann. Okay. Aber, geschafft. Der eine Turm ist weg. Schon mal sehr gut. Der hat die Türme echt auf 10 Angriff upgradet, ne? Das ist so heftig. Also 10 Reichweite. Und da würde ich mal sagen... Probieren wir das mal nochmal hier. So, mach die kaputt. Los. Das sind echt Katapultschiffe, krass. Wusste ich gar nicht, dass es diese Einheit hier gibt. Okay. Ja gut, dann haben wir das jetzt geschafft. Und dann würde ich sagen... Jo. Ach du Heilige. Dann setz sie mal hier hin. Und schieß mal da rein, ja? Oh nein, 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 nein,
Die haben auch eine Reichweite, ne? Das ist unglaublich. Die haben auch eine verdammte Reichweite. Okay. Gut, da müssen wir aufpassen. So, sehr gut. Mach den kaputt. Die auch. Mach die kaputt. Sehr, sehr gut. Alles klar, meine Schiffchen hier. So, fahrt mal zur Seite. Ein Seeangriff also. Mhm. Alles klar. Gut. Dann mach die Typen hier kaputt. Los. Sehr, sehr gut. Alles klar, dann schieß rein. Sehr, sehr gut. Und zack. Oh nein, 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 nein. Okay. Doch dann. Oh, Autosave, verdammt. Gut, dann mach die halt kaputt. ja. Mach die kaputt, diese Steinschleudern da. Kurz. Sehr, sehr gut. Ja, ist egal, ich kann immer nachbauen. Ich kann Schiffe nachbauen, Leute. Das ist nicht schlimm. So, was haben die für einen Shortcut C? So. Was machst du denn? Okay. Mach die Steinschleuder kaputt. Das Katapult. Das Katapult. Ach, verdammt. Egal, Leute. Das Katapult kann man hier drauf schießen. Um, ja, da ein Loch reinzumachen, damit wir da reinkommen. So. Lass den mal da rauf schießen. So, alles klar. Dann kommt jetzt hier unser Nachschub. Wie, nur ein Schiff? Ach, wegen dem Kack Gold. Ja, okay, Leute. Dann bau du hier mal eine kleine Siedlung hin. Dann müsst ihr da nicht immer so... Ach, du Heilige. Ja gut, egal. Der hat keine Chance gegen uns. So. Alles klar. Weitermachen. So. Ein weiteres Schiff, bitte. Und ja, Leute, meine Güte. Also, ich nehme es heute an einem Donnerstag auf, tatsächlich. An dem frohen Leichnam. Was gibt es Besseres, als an frohen Leichnam Empire Earth zu spielen? Ne? Das ist... Ja. Das ist richtig gut. Oh nein. Die halten nichts aus, die Dinger. Ne? Das ist so schlimm. Die halten nichts aus. Gar nichts aus. Na gut, die Mauer ist gleich kaputt. Unsere Armee ist vollständig geheilt. Da würde ich mal sagen, speichern wir das Ding doch mal unter Griechen. Und wir haben auch schon wieder 13 Minuten. Meine Güte. So, das Ding ist auf. Das Ding ist auf, alles klar, gut. Gut, dann, drauf da, los. Drauf da, mach die kaputt. Die Steinschleudern im Arsch, eh wirklich. So, Leute. Katapult. Bitte kein Friendly Fire, okay? So, Leute, viele haben wir nicht mehr. Oh nein, da ist jetzt noch so ein scheiß Turm. Mach den doch kaputt, Mensch. So, dann raus da. Wie viel Reichweite? 9 Reichweite, das ist ja wohl... Das ist ja wohl ein Witz, wirklich. Ja gut, dann... Ach du heilige Leute, das ist echt schwierig. Das ist echt schwer, muss ich sagen. Gut, Leute, dann mach den scheiß Turm im Arsch hier, los. Schieß doch auf den Turm da. Ach, schaut mal, die heilen sich. Das ist der hier, ne? Der heilt. Genau, der heilt. Mach mal einen Schlachtruf. So. Yo. Gut, dann machen wir das kaputt. Mach auf. Los. So. Und die Könige, die können auch rein hier. Los. Ja gut, dann macht das hier noch kaputt da. Wobei, das dauert zu lang. Geht hier rein. Ihr könnt nicht rein. Ach, verdammt. Ja gut, okay, dann das Katapult. Ja, genau, mach mal den Hafen kaputt. Alles in Ordnung. So. Nee, das Katapult, das kann ja mithelfen, hier drauf zu schießen. Gibt's hier Friendly Fire? Nein. Okay, sehr gut. Aufmachen! Los! Gerichtsvollzieher. Wir wollen euch alles wegnehmen. Oh Mann. Der antike Gerichtsvollzieher, der sieht jetzt so aus.
Hier fehlt uns das. Oh Mann. Okay. Gut, Leute. Muss ich sagen, wenn das hier kaputt ist, dann gehen wir rein. Genau. Dann gehen wir da rein, alles klar. Aber Schiffe brauche ich jetzt nicht mehr tatsächlich. Nee, Schiffe brauche ich nicht mehr. Weißt du was? Mach den Hafen kaputt. Warum eigentlich nicht? Ja, die machen den Hafen kaputt. Geil. Weg damit. Sehr, sehr gut. Die Mauer ist gleich auch weg. Und zack. Sehr gut. Rein da. Los. Und rein hier. Und rein hier. Los. Ach du Heilige. Mach das scheiß Katapult da im Arsch. Und hier. Und hier. So viele verschiedene Einheiten, ne? Das ist irgendwie... Ja, schon lustig. Die Könige. Ja, die Könige leben noch sehr, sehr gut. Zack. Alles klar, Leute, dann. Boah, wie viele Einheiten haben die denn? Sagt mal. Ah, die machen schon das Dings kaputt, okay. Nee, Nein. Nee, das Katapult, bitte. Was machen die denn da? Die Könige schon wieder. Mann, helf doch mal hier. Ach nee, wir müssen das... Oh, Alter. Die sind so blöd, die Einheiten hier. Wirklich. Nein. Verdammt nochmal. Mach doch die Einheiten hier kaputt. So, wir sollen das Kapitol von Tyros abschleifen. Ja, dann machen wir das doch mal. Es wird knackiger. Es wird auf jeden Fall knackiger, Leute. Das ist nicht einfach, absolut nicht. Oh, König! Verdammt nochmal, ey. So, Kapitol von Tyros kaputt machen. So, sehr gut. Könige! Das bleibt doch hier. Verdammt nochmal. So, Kapitol von Tyros. Abschleifen. Wir schleifen das ab. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber das ist halt so. Was? Ja, gut, das ist egal. So. Jawohl, Leute, und da haben wir auch die vorletzte Griechenmission schon geschafft. Das ist ja sehr nice, muss ich sagen. König. Verdammt. Die sind so selbstmordgefährdet, ne? Das ist unglaublich. So, hier. Kapitol von Tyros. Abschleifen. So, wegmachen. Sehr, sehr cool, Leute. So. Sehr schön. Ist gebrochen. Die Inselstadt wird kapitulieren und ganz Palästina unter mazedonische Herrschaft fallen. Wohin wird Alexanders Eroberungslust ihn als nächstes führen? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Tatsächlich geil. Issus wurde besiegt, Antioch wurde besiegt, Tyros wurde besiegt. Oh, Hammer. Hammer, wirklich. Das war so geil. Hatte hier noch zwei, drei Schiffchen gehabt, aber ist egal. Hier auch noch ein... Oh, hier auch noch, ja. Aber egal, Leute. Wir haben es geschafft. Ich würde sagen, ich speichere das Ding nochmal ganz kurz. Unter Griechen. Bevor es wieder abstürzt hier, ne? Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir direkt mal weiter mit der nächsten Mission. Wir haben die Perser platt gemacht. Ganz genau. Und ja, dann würde ich mal sagen. Und Alexander weinte. Letzte Mission der Griechen, Leute. Hört sich schon mal interessant an, dann würde ich mal sagen. Jo, hört dem coolen Erzähler zu. Die Städte Tyros und Gaza sind eingenommen. Das Königreich Ägypten hat sich kampflos ergeben. Als Alexander zum Schrein des Amun in der Westwüste pilgerte, begrüßte ihn der Hohepriester als lebenden Gottkönig, Sohn des Ra, und salbte ihn zum neuen Pharao ganz Ägyptens. Doch Persien bleibt ihm ein Stachel im Fleisch. Persische Truppen unter dem Imperator Darius drohen, die Feindseligkeiten neu aufleben zu lassen. Das muss ein für allemal ein Ende haben. Und als wären die Perser nicht genug, sind Alexander hässliche Gerüchte über ein Mordkomplott zu Ohren gekommen. Ihm ist nicht wohl, aber er weiß, er muss weiter, denn einen anderen Weg einzuschlagen, kommt ihm nicht in den Sinn.
Irgendwo in Asien wartet sein Schicksal. Aha, okay, Leute. Alles klar, also wir haben jetzt den Bereich um Türkei und... Ja, was ist das hier? Gazastreifen eingenommen, ne? Und, ja, König Alexander expandiert weiter mit seinem Reich. Das finde ich ja wohl echt krass. Und jetzt geht's hier in die Schlacht um Babylon gegen Persien. 330 vor Christus, also nach wie vor in der Antike. Oder vor Antike, oder was das ist. Und ja, Leute, vernichten sie mindestens die halbe persische Armee bei Gaugamela? Okay. Alexander und seine Generäle müssen überleben. Was ist da? Irgendwo in Asien. Aber das hier ist doch nicht Asien. Naja, egal. Hier nochmal kurz die Geschichte für alle, die es lesen wollen. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit der Mission. Zack, sehr schön. Alles klar, Cutscene. Sehr cool. Unsere Reise in die Westwüste war erfolgreich, Philotas. Die Priester Amuns haben mich als Sohn des Ra akzeptiert. Da ihr mir so gut gedient habt, mache ich euch zum Befehlshaber der Kavallerie. Ich bin gewiss ein Glückspilz, dass ich euch als Freund und König habe. Ich kenne keine größere Ehre im Leben. Dies ist der Beginn eines großen Abenteuers, Freund. Die Welt erwartet uns. Heil, Gebieter. Kundschafter melden, dass der persische Imperator Darius seine Truppen bei Gaugamela versammelt hat. Zerschmettern wir seine Streitmacht dort nicht, waren all unsere früheren Eroberungen vergeblich. Gebt den Befehl, wenn ihr marschbereit seid, Katerus. Unser Ziel ist, Darius zu schlagen und Xerxes Grab in Persepolis zu erobern. Ah, also wir haben wieder unsere drei Freunde hier. Hm, alles klar. Und wer hat da wieder geschossen? Wir haben wieder unsere drei Könige. Nach wie vor hier Craterus, Alexander der Große und Philotas. Was wollt ihr, Wurfspeerträger? Hm, alles klar. Gut, Leute, können wir hier irgendwas aufwerten? Wir haben 20 Punkte, würde ich sagen. Bogenschützen. Die können wir ein bisschen mehr reinhauen. Und ja, wir haben hier Bürger. Was kann man denn mit den Bürgern machen? Nicht viel, ne? Das ist gerade ein bisschen komisch. Ja gut, Leute. Ich habe keine klassischen Bogenschützen. Ja, dann bauen wir ein paar klassische Bogenschützen. Ein paar Reiter. So, und hier am besten noch ein paar Phalangen. Alles klar, Leute. Würde ich sagen, bauen wir erstmal die Einheiten. Und ihr... Ja, was macht ihr? Ich würde sagen, baut mal Holz ab. Wir haben ja hier nichts anderes, ne? Ja, Leute, letzte Mission der Griechenkampagne. Wow. Turmbau zu Babylon. Leuchtturm von Pharao. Boah, cool. Das sieht richtig cool aus. Was haben wir hier? Da ist dieses Dorf, okay. Ui. Xerxes Grab. Tempel des Zeus. Okay. Gaza. Ah, okay, wir sind hier am Gazastreifen. Ich verstehe. Oh, sehr cool. Dann würde ich mal sagen, können wir die hier noch ein bisschen aufwerten. Nee, Gold brauchen. Die brauchen Eisen, ne? Genau, die brauchen Eisen. Alles klar. Jo, dann würde ich sagen, wir haben 1000 Steine. Kann es sein, dass wir wieder Türme bauen müssen? Die Spielgeschwindigkeit ist wieder so langsam. Jo, Leute. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich wiederhole mich gerne, aber es ist halt so. Ich bin einfach so glücklich über jeden Zuschauer hier, wirklich. Ichtar spricht, genau, Leute. Und ich gruppiere schon mal hier wieder meine Einheiten. Die Könige sind Team 5. Der hat seinen Schlachtruf. Und der muss, die müssen alle wieder überleben. Ja, das ist, ja... Ja. Alle müssen sie immer überleben. Das ist doch mit diesem blöden Verhalten wirklich ein bisschen schwierig, die alle überleben zu lassen. Alles klar, wir haben normale Standardreiter. Schlageinheiten, ja. Sehr, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, 1, 2... 3, 4, das sollte genau passen.
Nee, wir haben sogar noch, können sogar noch einen Bogenschützen bauen und noch einen verlangen. Ja, würde ich sagen, mache ich das noch eben. Dann haben wir es auch schon gleich, ja. Einheitenlimit ist hier gegeben. Und ja, wir sind bei Minute 25. Wir haben noch 5 Minuten. Vielleicht können wir bis hierhin schon mal vormarschieren. Das wäre doch schon mal was. Und wer schießt denn hier die ganze Zeit? Der noch und die, dieser Reiter da noch. Und dann können wir endlich loslegen, Leute. So, alles klar. Die sind mal Team 1 und können mal schon mal hier hin. Jo, Leute. Dann die Kavallerie. Ah, verdammt. Die Kavallerie. Die ist bitte Team 2 und kann auch mal hier hin. Und die Bogenschützen und Wurfspeerträger sind dann Team 3. Die Könige sind Team 4. Alles klar, würde ich sagen. Gehen wir direkt mal los hier. Zack. Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Diamant oder so. Cool. Ja, sehr schön. Eigentlich Steine sind das. Das sind, glaube ich, Steine, ja. Alles klar, da würde ich sagen, ich nehme einfach alle auf einmal. Als Alexander wieder gegen Asien ritt, wusste er, dass er gründlich planen musste. Die Bürger in Gaza konnten Nahrung und Holz für den Feldzug liefern, aber Gold und Eisen waren schwerer zu bekommen. Er musste in den eroberten Städten plündern, was er brauchte. Craterus und Philotas würden in diesem Feldzug unersetzlich für ihn sein. Sollte einer fallen, ehe Xerxes Grab erobert wurde, wäre die Katastrophe da. Ah, okay, also alle müssen überleben und wir müssen also plündern. Ich verstehe schon, und so groß ist die Karte gar nicht. Nee, so groß ist die Karte gar nicht. Okay, Leute. In Asien, aber das hieß doch nicht Asien, oder? Dort, ein Eingeborenendorf. Alexander sah zwei Möglichkeiten. Er könnte dessen Stadtzentrum zerstören, eine Siedlung bauen und dann in ein eigenes Stadtzentrum umwandeln. Oder er könnte Beduinen. Das Dorf plündern. Alle Gebäude schleifen und nach Gold oder Eisen durchsuchen. Beides hatte seine Vorteile. Doch was war besser? Ich würde sagen, wir machen einfach alles kaputt. Das hat alles seine Vorteile. Die Einheiten, die heilen sich, ja. Gut. Zerstören Sie das Stadtzentrum der Beduinen und errichten Sie dort ein eigenes, um Zivilisationspunkte zu erlangen. Oder radieren Sie einfach das ganze Dorf aus, um an Gold und Eisen zu gelangen. Ich glaube, wir machen die einfach platt. Ja. Wir machen die einfach platt, würde ich sagen. Beduinen. Sehr interessant, Leute. Okay. Gut, das haben wir dann schon mal geschafft hier. Erste Etappe. Oh. Die Einheimischen sprechen von einer großen persischen Vasallenstadt namens Babylon. Einer schönen und reichen Zitadelle. Vielleicht gibt es in Babylon Ressourcen für uns zu plündern. Geborenen wurden ausgelöscht. Plündergut ihrer Häuser wurde an Alexanders Kriegskasse geliefert. Sehr gut. Sehr schön, Leute. Es geht also um Babylon. Zerstören Sie Babylons Armee. Bringen Sie Alexander in die Stadt, damit er den persischen Schatz an sich nimmt. Cool, Leute. Wir haben keine einzige Einheit verloren. Das ist ja schon mal etwas. Gut, wir haben wieder ein paar Ressourcen. Können wir die mal ein bisschen mehr aushalten lassen. So, und dann hier die Bogenschützen. Alles klar. Das war's schon, oder? Gibt's hier noch Gold? Gold. Alle Gold, okay. Jo, Leute, das ist aber traurig, dass wir hier schon bei Minute 29 sind, muss ich ehrlich sagen. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, jo, speichern wir das nochmal unter Griechen. Und dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir doch gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und da wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.